Hallo und willkommen zurück zu Life is Strange und willkommen zurück im Sturm. Ich bin mal gespannt, was wir herausfinden, warum wir wieder hier sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. I've never seen a storm like this before. Oh. Okay. Da komme ich jetzt nicht weiter. Wo soll ich denn hin? Runter wieder? Gute Frage, oder? Aber da komme ich ja auch nicht durch. I feel like the dough is beating me. Dreh. Während du die Zeit zurückdrehst, kannst du deine Bewegung nutzen, um dich zu teleportieren. Okay, wir sollen da hoch, auf jeden Fall. Okay, das hat funktioniert, sehr gut. Eieieiei. Oh mein Lord, the tornado is back. Is this for real? Oh mein Gott. Aber warum? Oh no. The tornado is headed straight for the town. Ah, das passiert in 4 Tagen. Oder wie? Chloe, you're here. I'm back. Oh my Lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But hi? Right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Es schneit. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Und jetzt glaubt sie uns. Ich meine, es ist auch wirklich schwer zu verstehen und generell zu glauben. Sturm wird kommen. Okay.
Ja, ich bin immer gespannt, wie das weitergeht. Rachel. Das war Episode 1 von Life is Strange. Ja, sehr cool. Das überspringen wir mal. So, jetzt haben wir hier noch Entscheidungen. Sehr cool. Du hast Nathan gemeldet, wie auch weitere 64%. 36% haben die Wahrheit verheimlicht. Du hast Victoria getröstet, hat die Mehrzahl gemacht, tatsächlich. Du hast eingegriffen und Kate geholfen, auch wieder die Mehrzahl. Du bist im Versteck geblieben. Ja, an Platz 1, an Platz 2 kommt, du bist herausgekommen, um einzugreifen. Du hast die Schuld auf dich genommen, du hast Chloe die Schuld gegeben. Ja, vielleicht hätten wir wirklich eingreifen sollen. Ich weiß es nicht. Okay. Porträt haben wir zeichnen lassen, du hast Miss Grants Petition unterschrieben, du hast Alyssa geholfen, du hast die Beleidigung auf Kates Tafel weggewischt, du hast deine Pflanze gegossen, du hast Dana's Test nicht angefasst, du hast Victorias Fotos nicht angerührt, du hast nicht auf ein dreckiges Wohnmobil geschrieben. Doch, haben wir doch. Oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wir haben den Vogel gerettet, wir haben Chloes Schneekugel nicht zerbrochen. Wir haben keine Spuren hinterlassen und wir haben Davids Akten gelesen. Akten. Okay. Das war Episode 1. Oh, was kommt? Bitte was? Episode 2, Out of Time. Okay. Und fortfahren. Ich bin ja mal gespannt. The episode of Life is Strange. Get that gun away from me, psycho! No! He called film Whoa. Little pieces What of the time. Fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max. Go on. Hey! Leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Ja, das war nochmal der Rückblick auf Episode 1. Entscheideweise bzw. wähleweise. Kriegen wir hin. So, geht es auch mal weiter? Telefon. Ah, Wecker. Ätzendes Geräusch. Square Enix. Hula Beat. Sagen, wir sind jetzt in Max Zimmer, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Life is Strange, Episode 2, Out of Time. Ja, wir sind in Max Zimmer. Das T-Shirt ist cool. Dann würde ich sagen, stehen wir mal auf, auch wenn es schwerfällt.
So. No amount of rewind will keep me clean. I still need a shower. Ja, leider brauchen wir immer noch. This totally reminds me of being a kid in my room. Hören wir mal die Musik ausmachen. I can make my bed whenever I want. Booyah. So, weil es dann wieder Urheberrechtsprobleme auf YouTube gibt. Wie das immer so ist. Wir machen mal das Bett und wir gucken. I am so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Falscher Knopf. Wir haben eine SMS bekommen von Chloe. Oh, ganz schön viel. Bist du da, Hippie? Was ist mit dem verfluchten Schnee? Was ist mit deiner Kraft? Oder bist du in der Zeit zurück und hast es herausbekommen? Soweit kann ich nicht zurück, Schlaumeier. Schade, dass du nicht zurück kannst, um mich vor dem Joint zu warnen. Ich dachte, dein Leben zu retten wäre wichtiger. Wumm, Max. Landet den vernichtenden Schlag. Im Ernst, wir müssen reden, ich brauche deine Hilfe. Oder wir fressen uns zwei Wells voll, bis eingeladen. Okay, Untergebene sind uns nützlich. Mensch, ich kann heute nicht vorlesen. Muss los, Chef, auf zum Frühstück. Ist Mad Max da? Wie gesagt, für dich immer. Keine Emojis. In 40 Minuten im Diner. Werde da sein. Verspäte dich nicht. Oder ich weiß, die Zeit arbeitet gegen dich. Immerhin hast du zugesehen, wie der Stiefdödel mich hochnimmt. Auf dem Weg. Du bist fies. 40 Minuten oder sonst? Ja, was denn sonst? Von Mama auch eine SMS. Herzlichen Glückwunsch. Hey Liebling, ich hoffe, du lässt deine Pflanze nicht verdursten, aber trink sie auch nicht, Mama. Okay. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Like no time has passed. Ja, das kann ich mir vorstellen. So. Wir hatten bis da gelesen, oder? Die beste Freunde, ja. Letztlich kamen Chloe und ich zum Leuchtturm und beobachteten den Sonnenuntergang. Chloe war sanftmütig und erzählte mir mehr über David und seine Paranoia. Es ergab alles Sinn. Ich wollte wissen, warum Chloe mit Nathan Prescott im Bad war. Sie erzählte mir, er diele Drogen und sie wollte ihn erpressen, um ein großes Darlehen abzubezahlen. Merkwürdig, wie sich unsere Leben entwickelt haben, seit wir 13 waren. Ich hatte einen weiteren Albtraum oder eine Vision. Ich war wieder am Sturm, am Leuchtturm, aber diesmal folgte ich einem geisterhaften Dreh zum Rand der Klippe. Ich sah, wie der Tornado alles in seinem Weg zerstörte und fühlte wieder den kalten Regen. Der Leuchtturm zerfiel und ich fühlte mich so hilflos, während ich zusah, wie der Tornado auf die Stadt zusteuerte. Dann holte Chloe mich aus meinem Traum zurück und ich erzählte ihr davon. Damit der Tag auch merkwürdig enden konnte, begann es im warmen Sonnenuntergang zu schneien. Es war kurios, ominös und schön zugleich. Es war noch schöner, dort mit meiner besten Freundin zu stehen. Mit diesen positiven Gedanken habe ich mir erholsamen Schlaf verdient. Das ist richtig. So, Episode 1. Wir haben das eine Foto gemacht. Haben insgesamt 3 übersehen, leider. So, in Episode 2 haben wir auch einige. Das scheint ein Vogelkäfig zu sein, oder? Oben links. Ein angebissener Donut oder ein Bagel, wie auch immer. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir diesmal alle kriegen. Ich glaube zwar nicht, aber wir werden uns Mühe geben. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Genau. So, was haben wir da? Telefon. Achso, okay. Lesen. Achso, das ist das Tagebuch. Ah, okay, alles klar. Wow. Hello, Zombie Face. This is what happens when you research quantum physics all night. Okay. Dann schauen wir uns mal den Stundenplan an. Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Okay. Poor thing. Also, lehrt sie Englisch, würde ich mal sagen. Geschichte, Algebra, Übungen zur Mathematik, Sprache der Fotografie, Übungen zu Naturwissenschaften, Medienwissenschaft, Geschichte, Algebra und so weiter und so fort. Ja. Okay. Kulturbeutel. Just because some ass pranked a girl's shampoo bottle and her hair fell out, we have to safeguard our toiletries. Ah. So, summer camp. Okay. Okay, Max, let's hit the showers now. Mm-hmm. Uh-oh. I wonder if I'll ever wear a watch again. Eine Froschuhr, auch nicht schlecht.
So. Kleidung. Good morning, clothes. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? Unbedingt. Would Man Ray call them selfie portraits? Okay, Gitarre. Meanwhile, my guitar gently sleeps. Mhm. Haben wir da? Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Wer weiß das schon? Pflanze. Good morning, Lisa. Your leaves are lovely today. I may not have a green thumb, but I have a green finger. Sollten wir sie gießen oder nicht? Ist sie jetzt noch feucht genug oder ist sie ausgetrocknet? Man weiß es nicht. Wir gießen mal. Drink up. It's got electrolytes. Electrolytes. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Haben wir jetzt übergossen? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Kamera Selfie machen. Aha. No smiling. Take your power seriously. So. Laptop benutzen. Warren is blowing up my inbox now. As long as he helps me figure this out. Zu viel Zeit. Hey Max, der Doktor ist hier. Ich habe lange und angestrengt über deine kuriose Bitte nachgedacht. Ich habe dir gerade ein paar Links zur Physik geschickt und ohne weiteres Gelaber hier die Zeitreisefilme, die du sehen musst. Wenn mir noch welche einfallen, schicke ich sie dir. Der Doktor erwartet eine ausführliche Erklärung für dein neues Hobby. Die Zeitmaschine aus den 1960ern. Guter, früher Steampunk-Sci-Fi und Murlocks Gesicht schmilzt. Primer Zeitreisende in Dallas mit geringem Budget. Brillant, ich erkläre dir, nachdem du ihn gesehen hast. Flucht in die Zukunft. Wells nutzt seine Zeitmaschine, um Jack the Ripper im modernen San Francisco zu jagen. Super cool und clever. Pulp Fiction. Ernsthaft. Der Wechsel zwischen Zeitsträngen bietet eine gute Kurzzusammenfassung zum Thema Relativität. Und Humor. Ein tödlicher Traum. Kultiger Romantik-Sci-Fi, geschrieben von Richard Mason oder so ähnlich. Die beste Art Mädchenfilm. Du wirst wie ein Baby weinen, hab ich jedenfalls. Time Slip, du kannst dir meine DVD dieses tollen japanischen Films ausleihen oder wir gucken ihn gemeinsam. Sonny Chiba und seine Soldaten landen in der Zeit der Samurai, im Prinzip Panzer gegen Ninjas. Time Cop, Jean-Claude Van Damme macht auf der Küchentheke einen Spagat in Unterhosen, muss ich noch mehr sagen. Mehr Zeit habe ich jetzt nicht, ich muss mich tatsächlich durch Quantenphysik wühlen und nicht den lustigen Zurück in die Zukunft kramen, den ich nie als Haupthausaufgabe hatte. Mensch. Da du jetzt die Kunst der Wissenschaft entdeckt hast, erwarte ich, dich öfter im Labor zu sehen. Ein neuer Laborpartner kommt immer rechtzeitig, kapiert? Hau mich nicht, ich bin schon weg, Dr. Who. Okay. This is so insane, it sounds logical to me. Schließ dich den Chrononauten an. Zeitreisen sind nicht nur Science Fiction. Ja, okay, uninteressant. This wormhole thing makes total sense, but doesn't explain how I can do what no scientist ever has. Wurmloch, willkommen in der wunderbaren Welt des Wurmlochs, ja. I would say this is some crazy shit, but now I'm not so certain. Warum wollen Quantenphysiker die Zeit kontrollieren? And I thought I was into Halloween. Okay. Dana is not messing around here. So, ich würde sagen, aufgrund der Zeitlänge der jetzigen Folge machen wir hier Schluss und machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!